Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier eine Tür und die ist richtig zu. Also wird sich weder mit dem Schlüssel aufschließen lassen, noch lässt sie sich mit einer Karte aufmachen. Die macht einfach gar nichts, die Tür. Meine Vermutung ist gewesen, deswegen habe ich an der Seite schon ein Loch reingebohrt. Und das hat sich auch bestätigt, dass die Falle nicht ganz zurückgegangen ist. Dennoch war sie einfach nicht zu bewegen, irgendetwas zu machen. Und ich bin dann beigegangen und habe den Beschlag weggeflext. Dazu habe ich hier meine Flex von Schepach. Da habe ich auch meinen Akku zu. Das ist einmal 4,0 Ampere Akku. Und meistens benutze ich immer diesen, der da als erstes mal bei ist. Das ist noch ein 2 Ampere. Aber der hält das nicht lange durch. Auf alle Fälle ist es so, ich kann da locker mit dem Beschlag wegwechseln, mit beiden. Und ja, ich habe jetzt alles aufgeschlossen, alles gemacht, alles getan. Und die Tür geht nicht auf. Ich hatte jetzt hier auch schon eine Karte drin gehabt, um die Falle zurückzumachen. Ich habe hier aufgeschlossen, die Tür geht nicht auf. Ist also nichts zu machen. Und jetzt bleibt mir nur noch die Möglichkeit, dass ich das hier gleich aufflexe, wegflexe nochmal eben. Und dann gehe ich an das Schloss ran und versuche irgendwas zu machen. Aber ich bin schon fast der Meinung, weil ich hier nichts höre, dass da irgendwas weggebrochen ist. Ja, ich werde jetzt wohl Folgendes machen, dass ich jetzt gleich ein Loch bohre hier oben und hier da und versuchen, ob ich irgendwie den Schnapper da noch irgendwas betätige, oder ich werde das einfach längs aufschneiden. Kommt sowieso nachher wieder ein Blech rüber, sieht man nachher nichts, dann kann man es auch wieder zuspachteln, aber die Tür hat das gerade richtig in sich. Also es ist alles auf, es geht nichts. Und wenn ich oben die Nuss betätige, hört man kein Geräusch, also ist die Falle nicht in Ordnung. Und der Riegel ging auch nicht zurück, wobei das jetzt funktionierte, nachdem ich den Zylinder, also den Beschlag weggeflext habe, den Zylinder geknackt habe und das mit Gewalt nach hinten drücken konnte. Na gut, ich versuche mal mein Glück, mal sehen, was das nachher ist. Ja, jetzt habe ich nochmal die Karte reingesteckt. Und definitiv ist das jetzt also alles beiseite. Licht anmachen hier. Alles beiseite. Also die Falle müsste drin sein, aber sie ist irgendwie nicht drin. Und die Tür geht einfach nicht auf. Aufgeschlossen ist auch. Man kann mal so sehen. Sie wackelt und macht und tut. Aber die ist drin. Dicht. Mit dem Spachtel habe ich schon probiert hier. Der war natürlich hier unten. Und habe auch versucht, die wegzudrücken, die Falle. Und eigentlich sollte sie auch weg sein. Und die Tür ist auch ein bisschen aufgegangen, weil ich kann jetzt nicht mehr abschließen. Also ist die Tür ein bisschen auf. Aber weiter will sie nicht. Gut. Hilft nichts. Ich kümmere mich nochmal um das Problem. Ja. Ich hatte das schon mal so. Und ich war am Machen und am Tun. Und im Endeffekt ist es nachher eine Schraube gewesen, die sich rausgedreht hat, und deswegen ging die Tür nicht zu und das klemmte schon die ganze Zeit, aber irgendwann war da mal vorbei. Gut, okay, ich mache hier mal weiter und mal gucken, was nachher die Ursache war. Ja, die Tür habe ich auf, dann habe ich jetzt hier ein Loch reingemacht, bin mit dem Schraubendreher rein und habe das dann mit Gewalt zurückgedrückt. Da muss ich mal ein paar Mal machen, bevor es funktionierte. Und bei dem Schloss ist tatsächlich hier die Falle gebrochen. Ja, ich hatte den alten Melchersbeschlag davor, die sind sowieso ziemlich gut gewesen, die Dinger. Na gut, egal, Tür ist auf, jetzt braucht ein neues Schloss erstmal rein und den Rest mache ich später fertig. Ich habe da jetzt einen neuen Beschlag vorgebaut, ein neues Blech ist da auch dran, ich muss jetzt nur noch eben gleich hier die Schrauben da reinsetzen. Und dann ist das Ganze wieder fertig und man sieht von diesem ganzen Schaden nichts. Und auf dieser Seite ist dementsprechend auch noch alles in Ordnung, kleine Blessuren hat es gegeben. Von der Flex und Bohren. Lässt sich dann eben halt nicht vermeiden. Ja, auf alle Fälle ist das so wieder in Ordnung.
Ja, stellte sich in Schaft. So, jetzt wieder scharf. Und man hat also nichts davon gesehen. Also die Ursache ist ihm halt gewesen, dass bei dem alten Schloss, was ich da drin hatte, die Falle gebrochen war. Und der Wechsel, der hier rüber lief, der hat das dann nicht mehr betätigt. Ich mache da nachher nochmal eben ein Foto von dem Schloss bei mir auf der Werkbank. Und dadurch ging das mit dem Riegel auch nicht weiter zurück, weil das hier oben blockierte. War natürlich ganz fatal. Gut, wie gesagt, von dem defekten Schloss mache ich nochmal ein Video und erkläre das nochmal. Ja, hier ist jetzt das besagte Schloss. Ich habe mir die Schrauben schon mal rausgenommen und wenn ich das jetzt hier aufmache, dann kann man hier sehen, dass das hier gebrochen ist und der lief also gar nicht mehr. Das Problem war, dass der Riegel hier draußen war. Ich nehme hier mal eben die Feder raus. Dann sehen Sie das so, ja. So, dass das hier dass der hier nicht ganz zurückging. Der hat er irgendwie blockiert und dieser war hier eben halt rausgebrochen. Das ist also ein klassischer Fallenbruch. Und diesmal war das so, dass die Tür nicht aufgehen wollte und ich hatte hier auch eine Karte reingeschoben gehabt, aber irgendwie ging das Teil nicht richtig mehr zurück. Und jetzt hier die Feder dazu. Kann ich auch mal eben rausnehmen. So. Ja, und normal liegt das hier oben so zusammen. Und dieses Bauteil hier nicht da normalerweise drin. Ja, und dann ging nicht alles. Und so habe ich dann mit Gewalt diesen hier praktisch zurückgedrückt, dass er erstmal zurück war. Und dann konnte ich auch den hier betätigen, aber der wollte einfach nicht. Und deswegen habe ich nachher hier oben das Loch in die Tür gebohrt. Das ist einmal dieses hier da. Um praktisch dieses Teil hier zu erwischen, das mit Gewalt nach hinten zu drücken. Und dieses Loch hatte ich drin. Das war dazu, dass ich eben halt den Riegel hier dementsprechend mit Gewalt nach hinten drücken kann, damit das funktioniert. Ja, das ist nun mal so, was manchmal so passiert. Und wenn die Schlösser nicht geschmiert sind, dann bricht sowas schon mal weg. Gut, das noch mal eben als Dokumentation. Ich habe hier die Falle, die Nuss ja betätigt, aber das ist, wenn das hier abgebrochen ist, läuft das praktisch ins Leere und passiert da nichts. Das ist manchmal schwer festzustellen. Vor allen Dingen, wenn der Kunde sagt, ja, die lässt sich nicht richtig aufschließen, aber diesmal war es ja auch so. Die steckt eben halt hier so ein bisschen durch. Und das funktionierte alles nicht so. Das heißt also, ich hätte eine Karte reingedrückt, vielleicht war die auch weit genug weg, ich weiß es nicht. Das funktionierte alles nicht. Und als ich nachher das zurück hatte und bin hier nochmal mit dem Spachtel rein, ging die Tür auch nicht auf. Das Problem ist dann gewesen, das Schließfach war noch ein bisschen verbogen. Naja, hat alles immer so seine Tücken. Auf alle Fälle war das ein Riesenaufwand, das zu machen. Aber egal, Tür ist ja wieder heile und wieder funktionsfähig. Und das nur nochmal die Dokumentation von dem Schloss, was da eigentlich war. Ja, hinterher kann man sich dann mal sagen, hätte man gleich vielleicht irgendwie ein Loch in die Tür machen können, hätte den zurückgedrückt. Aber das Problem war, der Riegel war nicht ganz zurück. Das merkte ich dann auch. Ich hatte da ja sowas reingeschoben und dann, der wollte nicht so. Naja. Ist manchmal so, wie es ist. Gut, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.